Willkommen zu einer neuen Folge von Cooking Simulator. Mittlerweile die vierte bzw. fünfte, weil die letzte habe ich halbiert. Aber ich habe festgestellt, das ist viel zu viel Arbeit für meine, ja, Faulheit. Deswegen mache ich das jetzt nicht. Wir machen einfach wieder 15 Minuten Folgen, so wie bei jedem anderen Spielchen auch. Sprich, wir werden jetzt das Ganze nicht mehr nach Tagen und Folgen platzieren, sondern einfach nach Folgen, also ohne Tage, also jetzt 15 Minuten spielen und dann, wenn halt dann der Tag zu Ende ist, dann ist das halt zu Ende. Und wenn halt nicht, dann kommt das halt dann in der Woche nochmal irgendwann, keine Ahnung. Ich hatte das bisher auch so gemacht, dass das mittwochs kam, aber ich habe mir überlegt, wenn ich das hier jetzt 2, 3, 4, 5 teile, bis ich dann einfach wieder normale Folgenparts mache, dann kommt es einfach Dienstag und Donnerstag, wenn ich das schaffe, dann, ne, ich schon mal so wisst, wann ihr das so gucken könnt, wenn ihr es gucken wollt, keine Ahnung. Ist ja auch egal, werdet da schon sehen, wann das kommt. Ich meine, ihr habt ja Augen im Kopf. Nichtsdestotrotz, Vorbereitungsphase überspringen. Wir kochen heute wieder und wir dürfen keine Ruhmpunkte verlieren. Steht nämlich unten links in der Ecke, keine Ruhmpunkte verlieren. Und dann war schon das erste Rezept, einfacher ukrainischer Borscht. Haben wir die noch hier stehen? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das was ist. Kann ich das nicht probieren? Ich kann es probieren, ne? Was ist drin? Hühnerbouillon, rote Bete, Zwiebel, Petersilie, das dürfte die Borscht sein. Machen wir die einfach nochmal an und gucken, ob wir die nochmal kochen können. Vielleicht können wir die ja recyceln. Wäre ja ganz nett. Ich meine, das habe ich ja schon mal bekommen. Temperaturtechnisch das Ding on fleek zu bekommen. Und ich meine, ja, hier schmeißt man doch nichts weg. Hallo? Ja, außer das Kartoffelwasser auf den Boden. Sehr gut, ich wollte eigentlich das Ding treffen, aber schön. Gut, dann halt nicht. Weil wir dürfen keine Ruhmpunkte verlieren. Das ist halt schwierig. Wobei, wir dürfen das schon, aber das ist halt dann, ne, die Tagesmission kaputt. Dann kriegen wir die nicht mehr. Aber was juckt mich das, ne? Ich meine, wir könnten jetzt hier einfach hingehen und sagen, wir kochen einfach alles schon mal vor, aber müssen wir jetzt auch nicht machen, ne? Also wir können so einfach das da aufwärmen. So ist es nicht. Und wir können hier auch schon mal ganz smart sein und hier schon mal überall Teller hinstellen. Aber ob das jetzt so smart ist, weiß ich nicht. Aber, er hat auf jeden Fall irgendwas, wenn man jetzt hier die ganzen Teller hinstellt. Keine Ahnung. Ich hoffe einfach mal, dass die Suppe jetzt warm wird oder schon warm wieder ist, keine Ahnung. Und die Suppe heißt Borscht. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon komplett gar ist. Wir gucken einfach mal aus, was der jetzt da sagt, der Kunde. Ja, sehr gut daneben gehauen. Da rein kommt nichts mehr, ne? Nein. Gut, dann komm, gehen wir einfach mal ab. Gucken wir mal, ob wir da jetzt den Kunden überzeugen können, dass das jetzt gut ist. Gut, also hätte jetzt schlimmer kommen können. Ruhmpunkte, okay, haben wir keinen verloren. Lass mich raten, das sind die gleichen Sachen wie vorher, ne? Temperatur ist perfekt. Aber die falschen Produktmengen, weil das habe ich letztes Mal schon verkackt. Schon, weiß ich nicht, wie oft. Macht aber nichts. Juckt mich jetzt auch nicht. Ich meine, das Essen war warm, ja? Alles andere ist nicht mein Problem. So. Lachsfilet. Ja, Türschrank, genau. Wo ist mein Fisch? Where's my Fisch? Erstmal Fisch. So, mein Fisch schmeiße ich jetzt nochmal kurz. Wo ist mein Fisch? Der Fisch ist weg. Wow. Wo ist dieses Stück Lachs hin? Das Lachsstück ist einfach weg. Was ist das denn hier? So ein 846, keine Ahnung was, Dollar Lachsstück. So. Wir kippen hier mal wieder wie viel Öl hin? Wir gucken da mit 10 Milliliter Lachs. Nee, nicht mit 10 Milliliter Lachs, sondern mit 10 Milliliter Öl dahin. Ne? Ja, muss jetzt reichen. So, dann brauchen wir Salz, richtig? Wir brauchen Salz und schwarzen Pfeffer. Wir müssen uns hier mal schwarzen Pfeffer kaufen an der Stelle. Man, das ist 5 Gramm? 5 Gramm. Sehr gut. So, bevor ich jetzt weiterrede, wir kaufen uns jetzt mal eben noch hier schwarzen Pfeffer. Der fehlt nämlich an der Stelle noch tatsächlich. Den habe ich da noch nicht gekauft. Den habe ich mich irgendwann gekauft und dann nicht weggeräumt. So, komm hier. Schwarzer Pfeffer. Na, da fehlt noch was. Sehr gut. So, plopp dahin. Jetzt den... Ja, toll. Jetzt kann ich den dann nur so hinlegen oder was? So, zack, draufgepuddelt, angemacht. Sehr gut. Jetzt brauchen wir Kartoffeln. Und zwar 300 Gramm. Aber vorher brauchen wir Wasser im Topf. So. Ja.
Ich kann ja auch schon heißes Wasser rein tun, ich Schlaukopf, ne? Ja, ist egal. Ist ein Liter. So, dann brauche ich jetzt, ich glaube, 2 Kartoffeln waren das, ne? Eine Kartoffel. Zweite Kartoffel. So. Ich frage mich, was passiert, wenn ich die jetzt püriere. Aber ich will es gar nicht wissen. So, das sind an. Da muss jetzt auch noch Salz drauf, richtig? Ja, 20 Gramm in den Topf rein. So, viel Spaß beim Kochen. So, den Fleck, den hat es nie gegeben. Der Kollege hier brutzelt jetzt schon ordentlich durch. So, einmal wenden bitte. Hallo Lachsfilet, du bist auf dem Grill. Brate. Nee, nicht diese Seite, Kollege. Die Seite hier. Geht doch. So, dann werd mal schön gar hier, ne? Fischi, und jetzt, was brauche ich noch? Ich brauche nichts, nur Kartoffeln. Gut. Ach, den Peak, den Perk habe ich noch nicht gekauft, dass ich da auch Sachen anpacken kann, die heiß sind. Schade. So, es könnte sein, dass wir gleich mal das Gazpacho machen müssen. Da wird einfach Brot püriert mit so einer komischen Suppe. Keine Ahnung. Warum? Ist aber so. Hä, Fischi? Naja. Fischi braucht wohl noch ein paar Sekunden. Was sagen die Potatoes? Die sagen, wir brauchen auch noch ein bisschen. Schade. It's hot. So, nehmen wir uns schon mal den Funnel an die Hand, damit wir das Ding auch exakt im richtigen Moment runternehmen können. So, der Fisch ist hot. Und komplett in Öl eingeschmiert, das ist so ekelhaft. Ich glaube, so würde ich... Ich meine, ich esse eh keinen Fisch, ich mag keinen Fisch, aber ich glaube, so würde ich eh niemals Fisch essen, wenn ich jetzt ein Fischessmensch wäre, ne? Ein Fischessmensch. So, Kartoffeln, gut. Ich finde das geil, dass die so rumwackeln und die da nicht runterfallen, ne? So, komm, zack, die da auch noch. Da rein. Du weg und jetzt kommt... Ey, du scheiß Kartoffel da, hä? Du sollst auf den Teller landen. Jetzt schmeißt er nicht wieder alles runter. Jo. Alles klar, ich greife einfach 3 Sachen zur selben Zeit mit 2 Händen. Wie geht das? Wehe, das ist nicht gut, ne? Wehe. Geschmacklich nicht überzeugend. Bitte was? Bitte was? Zu viel Öl. Ja gut, Hitzefehler, ich habe das noch nie perfekt hinbekommen. Ich habe es auch noch nie in der Bratpfanne gemacht, keine Ahnung. Vielleicht liegt es daran, dass ich das nicht in der Bratpfanne koche. So, was haben wir hier? Tomatensuppe. Langweilig. Langweilig. So, hier Tomatensuppe. Wir brauchen... Ja, Tomaten, ganz viele. 960 Gramm an der Zahl. So. Das müssten dann ja bei 120 pro Stück 8 sein oder so, ne? Oder? Könnte hinkommen, ne? 8 mal 120, ne, 7. Jetzt habe ich eine Gurke genommen, na toll. Ja, nö, ja gut, aber ich brauche die vielleicht später mal, deswegen legen wir es mal kurz hier. Wir legen die Gurke mal kurz beiseite. Wir brauchen die bestimmt gleich noch für was anderes. So, nur Zwiebel noch. Eine Zwiebel. So, eine Zwiebel, dann brauchen wir, ja. Nichts hiervon, sondern alles hier drüben. Und zwar brauchen wir Hühnerbouillon. Das ist zu wenig, das ist auch zu wenig. Das heißt, wir müssen uns jetzt neu kaufen. Na toll. Saure Sahne. Kaufen. Ablegen. Hühnerbouillon. Kaufen. Wobei, wir können das mit den anderen Sachen leer machen. So, wir brauchen wie viel? Wir brauchen 700. Und hier drin sind wie viel? 220. Na toll. Weißt du was? Den Karton verwahren wir uns mal. Vielleicht zünden wir den einfach irgendwann aus Spaß an. Und ich meine das wirklich ernst. So. Ja, mach mal ruhig voll hier. Ja, Kipp. Oh, scheiße, das ist zu viel.
Okay, jetzt habe ich ein bisschen viel reingetan. Was passiert? So, den Karton verwarmen wir uns auch mal für irgendwas. So, ich muss jetzt noch rein. Okay, jetzt habe ich es vollkommen verkackt. Okay, also wir haben jetzt mengentechnisch gerade so richtig reingeschissen. Das war oft in deutlichen Worten zu sagen. So, Salz, Pfeffer, jeweils 12 und dann Cayenne weniger. Ja. Ich habe keine Ahnung. Das verkacke ich gerade so richtig hier. Ich glaube, hier scheiße ich gerade wirklich richtig hart rein, ne? Ja. Ich glaube, davon waren 6. Ja, okay. Das wird sehr, sehr scheußlich schmecken, aber das muss er nicht essen. Okay, wir sehen jetzt schon, farbtechnisch kommt das nicht ganz hin auf Tomate. Vielleicht kann ich sie retten, wenn ich noch mehr Tomate reinschmeiße. Ich meine, da ich jetzt zu viel Bouillon drin habe, könnte ich theoretisch mehr Tomate ausgleichen, ne? So vom Prinzip her. Naja, okay, roter wird's nicht, schade. Egal. Wie viel habe ich jetzt hier? 2,4 Liter Tomatensuppe, ja. Das wird's sein. Ich habe zu viel Bouillon drin, deswegen noch mehr Tomate. Macht Sinn, ne? Bestimmt nicht, egal. Auf dass der Topf gleich komplett überläuft. So, macht mal nicht so einen Stress hier. Kann jetzt noch einen Teller hier stehen? Nö. Ich hätte auch so einen Suppenteller dann nehmen können, egal. Ja, hoffen wir mal, dass wir das jetzt irgendwie noch da reinbefüllt bekommen, so vom Prinzip her. Sonst ist unsere Tomatensuppe nicht mehr da. Ich meine, ich hätte es einfach neu kochen können, aber wir sollen ja keine Ruhmpunkte verlieren, aber... Ja, ich habe gerade gewisse Zweifel bekommen, ob das eventuell vielleicht scheitern könnte, das Vorhaben. Aber wir werden sehen, ne? Ich meine, nicht verzagen, Julian fragen, keine Ahnung. Wir hoffen mal, ne? Ich meine, es besteht jetzt zu 47% aus Hühnerbouillon und aus Tomate. Ich habe absolut keinen Plan, ob das richtig ist. So, jetzt kippt man davon ganz klein ein bisschen da. Ja. Okay, da haben wir es dann schon mal weniger. Ja, okay, das passt. Zumindest ungefähr. Beziehungsweise das passt besser als sonst. So, noch irgendwas da rein? Sarosane? Nö. Okay, dann hoffen wir mal, dass wir das jetzt irgendwie gerettet haben. Ich habe gerade ganz große Zweifel, dass das jetzt funktioniert. Oh, guck mal, gar nicht mal so schlecht. LOL. Nicht genug Zwiebel? Nicht genug? Ich habe es einfach gerettet und habe vergessen, mehr Zwiebel rein zu tun. Ich hätte vielleicht schon eine halbe Zwiebel oder so reinschmeißen können, aber Temperatur und Technik, Alter, okay, dann sage ich halt nichts. Ich habe zwar gedacht, das wäre jetzt ein Fiasko gewesen, aber puh, scheinbar nicht. Stellung. Ganz Patio. Zu Küchenmaschine hinzufügen. Das ist dieses nette Gerät hier. Das ist unsere Küchenmaschine. Das schmeißen wir mal mit allem möglichen Zeug voll. Und zwar brauchen wir für Gas Patio Gurke 320 Gramm. Wie viel sind 320 Gramm? So, das müsste reichen. Tomate 360. Das sind dann in dem Fall 3 Tomaten und 2 Gurken. Das kommt hin. So. 3 Tomaten, 2 Gurken. Roter Paprika 480. Das wiegt wie viel? Okay, das spricht dann für 2. Paprika, dann Knoblauch 20 Gramm, also 2 Knoblauchzehen und dann Brot 150 Gramm. Aha, das heißt, wir müssen das Brot jetzt echt in der Hälfte durchschnibbeln, damit das hinklappt. Jetzt ist die Frage, wo ist die Mitte von dem Brot, ne? Ich hoffe mal, das ist ungefähr die Mitte gewesen. Das ist die Frage. Bisschen zu viel, bisschen zu wenig. Ich glaube, bisschen zu wenig, ne?
Das verkackt es dann, glaube ich, weniger. So, Brot ist drin. Dann brauchen wir Mischen. Eine Woche Olivenöl, Weinessig und noch irgendwas. Okay. So. Aber mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, machen wir mit dem Gazpacho beim nächsten Mal weiter. Denn, ja, die 15 Minuten sind voll. Ich habe gesagt, wir machen dann Pause. Das heißt, nächste Folge geht es dann mit dem Gazpacho direkt weiter. Und genau. Vermutlich dann übermorgen oder übermorgen. Ich weiß noch nicht, aber wir werden es ja sehen. Und ja. Genau, das wäre es gewesen für hier erstmal. Und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.